November im südlich-südöstlichen Teil der Steiermark. Es ist die Zeit der steirischen Krennernte. Ein Teil der Ernte bleibt über den Winter im Boden und wird im Frühjahr geerntet. Hier im Anbaugebiet schaffen das Klima und die Bodenverhältnisse hervorragende Voraussetzungen zum Gedeihen dieser scharfen Wurzel. Mein Name ist Kern Martin, ich bin der Obmann vom steirischen Krenn GGA. Ich möchte euch berichten, dass der steirische Krenn seit 2008 den Herkunftsschutz bekommen hat und wir seit 2008 auch Genussregion sind. Dann, und das ist das Logo, mit dem dass der Krenn ausgezeichnet wird, dass man weiß, wo steirischer Krenn draufsteht, dass auch steirischer Krenn drinnen ist. Ja, in der Steiermark werden so ca. 300 Hektar angebaut. Wir haben ca. 50 Lizenzpartner unter Vertrag, die was einen Krenn produzieren und dann an die Firmen weiterliefern. Und da werden ca. im Jahr so 2500 bis 3000 Tonnen produziert. Nach der Ernte werden die Wurzeln von den Landwirten geputzt, marktgerecht aufbereitet und zu den Partnerbetrieben geliefert, wo sie gewaschen werden. Bei der Firma Feldbacher Fruit Partners wird der geputzte Krenn gewaschen und gerieben. Anschließend erfolgt die Abfüllung in die Gläser und die Produkte gelangen zum Verkauf. Dieses blau-gelbe Gütesiegel steht für geschützte geografische Angabe und garantiert die steirische Herkunft des steirischen Krenns. Ja, wir haben, der steirische Krenn kann auch ab Hof gekauft werden. Wir haben dort zwei stärkere Direktvermarkter. Das ist der Herr Dapper Franz in Ebersdorf bei Studenzen und der Herr Resch Walter aus Grasdorf. Und wir haben auch zwei größere Vertragsfirmen, das ist die Firma Hernach aus Grasdorf und die Feldbacher Fruit Partners aus Feldbach. Krennanlieferung bei der Firma Hernach. Direkt aus den Säcken kommend wird der steirische Krenn in großen Kesseln gewaschen, von welchen er über Laufbänder direkt zur Produktion gebracht wird. Steirischer Krenn als Ganzes wird in Folien verpackt, gewogen und in Säcken sortiert. Der feingeriebene Krenn wird abgefüllt, etikettiert und kommt in verschiedenen Sorten wie Apfelkrenn oder Oberskrenn ins Lager und gelangt anschließend in den Verkauf. Der Krenn ist eine sehr arbeitsintensive Kultur. Er ist sehr verwurzelt mit unserer Region. Die Wirte in unserer Region verwenden den steirischen Krenn auch sehr gerne. Mein Name ist Radl Helmut, ich bin der Wirt vom Siedlinghof seit 25 Jahren. Und ich möchte euch heute ein Krenngericht zubereiten. Und zwar ein Krenn mit einem Krennsauce mit einem Karpfen oben. Dazu wird der geschröpfte Karpfen gesalzen und mit Zitrone eingerieben. Und in der heißen Butter wird der Karpfen gebraten. Jetzt bereiten wir die Reduktion vor für die Krennschamsauce. Da nehmen wir ein gutes Schluck steirischen Junker. Der mit Pfefferkörnern auf der Flamme erhitzt wird. Das lassen wir so in etwa 3-4 Minuten aufkochen und dann leicht überkühlen. Für die Sauce werden zwei Eierdotter genommen und gesalzen. Andere Gewürze braucht man im Moment nicht. Nimmt man da Butter und schlagt die ganz langsam auf. So. Dann nehmen wir einen frischen steirischen Krenn aus unserer Genussregion. So, Karpfen ist fertig. Schön gemacht. Nur einseitig gebraten. Dann haben wir es zum Schluss noch einmal umgedreht. Kommt aufs Teller. Und wird mit Krennsauce und Bratkartoffeln angerichtet. Guten Appetit mit einem saftvollen Karpfen, mit einer Krennschamsauce.